Ja, servus Freunde, herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Mein Name ist Simon und jeden Sonntag gibt es hier auf diesem Kanal die aktuellen News rund um Cardano der vergangenen Woche. Und ja, das muss wohl das bekannte Sommerloch sein, in dem wir uns gerade befinden, denn ich habe wirklich ganz, ganz wenig News nur gefunden diese Woche. Natürlich hätte es das ein oder andere Announcement gegeben oder Update bei dem ein oder anderen Projekt, aber ich habe die meisten News hier nicht erwähnenswert gefunden. Daher wird sich dieses Update heute sehr verkürzen. Es wurde auch am Vorabend aufgenommen, also am Samstagabend, da ich zum Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, wahrscheinlich schon am Badesee liege. Auf alle Fälle befinden wir uns in der Woche 422, 65,7% aller umlaufenden Ether sind gestaked. Bedeutet, heute am Sonntag gibt es wieder die neuen Staking Rewards für alle Cardano Staker. Hier als Tipp als allererstes für euch, da gibt es eine ganz, ganz coole Seite namens peerreview.money und hier sieht man die Ökonomie von ADA. Also hier sind alle wichtigen Zahlen und Charts ganz übersichtlich aufgelistet. Also für jeden, der sich einen schnellen Überblick verschaffen will über Cardano, der ist hier an der richtigen Stelle. Wir sehen hier in Epoche 422 hier den ADA-Preis. Der ADA-Preis steht derzeit bei etwa 29 Dollar Cent. Die jährliche Inflation beträgt zurzeit etwa 3,77%. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir beim Genesis, also beim Staking-Start, damals hatten wir etwa 31 Milliarden Ether im Umlauf und mittlerweile sind es knapp 36 Milliarden. Das Maximum wird 45 Milliarden betragen. Bedeutet, es befinden sich bereits 80% aller Ether, die es jemals geben wird, im Umlauf. Hier sieht man auch ganz interessant die Ausschüttung von neuen Ether je nach Epoche. Also hier begonnen mit der Epoche 211 bis heute, bis zur Epoche 421. Wir sehen hier, dass hier die Ausschüttungen pro Epoche stetig immer weniger werden. Ganz interessant zu wissen, die Leute, die von Anfang an gestaked haben bei Cardano, haben mittlerweile etwa 15,5% an Rendite gemacht. Ja, der Total Value Locked bei Cardano, der geht seit etwa 6 Monaten steil nach oben. Wir befinden uns laut dieser Webseite mittlerweile bei 588 Millionen gestakten oder gelockten ADA. Das entspricht aber trotzdem erst einem Prozentsatz von 1,6% des gesamten Supplies und einem US-Dollar-Value von etwa 170 Millionen. Im Vergleich dazu allein in der ADA Treasury, aus welcher ja Projekte finanziell unterstützt werden im Project Catalyst, hier stecken alleine 3,64% des gesamten Supplies drin, nämlich 1,3 Milliarden ADA im Wert von 380 Millionen US-Dollar. Also ganz beeindruckend, wie viel Geld hier zur Verfügung steht, um Cardano-Projekte finanziell zu unterstützen. Und somit kommen wir zu einem Proposal vom Project Catalyst eben von Minswap. Minswap ist ja weitaus die größte dezentrale Exchange auf Cardano und generell das Projekt mit dem meisten TVL, also Total Value Locked. Und das Interessante an diesem Proposal, das sie hier einbringen, ist auch unter anderem dieses Front-Running zu vermeiden in Zukunft, denn wir hatten ja in den letzten Wochen diesen Meme-Coin-Hype, an den könnt ihr euch sicher noch erinnern, der ist mittlerweile schon relativ abgeflaut wieder. Und bei diesem Meme-Coin-Hype gab es ja das Problem, dass hier Bots die Blockchain abgesucht haben, mehr oder weniger. Und sobald dieser Liquiditätspool auf der Minswap-Dex auf der Cardano-Blockchain aufgescheint ist, haben diese Bots hier direkt über das Minswap CLI Tokens eingekauft, ganz billig, und sie dann eben kurz darauf wieder an die große Masse viel, viel teurer zurückverkauft. Denn bis das im normalen User Interface für den Normalo sozusagen aufgetaucht ist, da waren diese Trades im Vorhinein schon längst über die Bühne und diese Bots konnten hier eben diese Memecoin Tokens zu ganz billigen Preisen im sogenannten Front Running einkaufen. Und mit diesem Proposal will man das eben dann verhindern in Zukunft, beziehungsweise die Software so verändern, dass das nicht mehr möglich ist. Denn das hat mehr oder weniger auch diesen Meme-Coin-Hype dann zum Einsturz gebracht. Unter anderem will man hier auch die Liquidität verbessern im Ökosystem und die Preisfindung fairer gestalten. Also ein interessantes Proposal hier von Minswap, bin ich mir sicher, dass das genug Stimmen bekommt, um gefundet zu werden. Ja, die nächsten News kommen von der USDC Bore Exchange. Die hatte ich in den letzten Updates schon hier und da mal gecovert. Hier kann man im Grunde mit vielen unterschiedlichen Kryptowährungen, wie zum Beispiel auch
Bitcoin Cardano und Cardano Native Tokens direkt kaufen über diese Exchange. Und diese Entwickler, die eigentlich ursprünglich von diesem NFT-Projekt Cardano Crox Club kommen, die haben nun auch einen Stablecoin auf den Markt gebracht, nämlich USDC4 heißt er. Und der ist an USDC, also an diesen ganz bekannten großen, zweitgrößten Stablecoin im Kryptobereich, gebunden. Also ihr seht hier schon, hier kann man jetzt USDC4 auswählen. Also ein neuer Stablecoin auf Cardano ist geboren. Eigentlich relativ große News, wie ich finde, aber ist etwas untergegangen mit nur etwa 60 Likes auf Twitter. Naja, dann haben wir hier auch noch einen ganz, ganz interessanten Tweet vom Ada Whale. Das ist ein großes Cardano Community Mitglied schon seit langer Zeit und der hat hier ein sehr interessantes Projekt geteilt, nämlich Hydra for Payments. Ihr kennt ja Hydra auf Cardano, diese Layer 2 Skalierungslösung, wo ja ganz, ganz viele Transaktionen dann in diesen Hydra Channels abgewickelt werden sollen. Der Tweet, auf dem sich der Ada Whale hier bezieht, der ist schon etwas älter, vom 25. Mai. Aber hier wird ein Szenario aufgestellt, wo ein Hydra-Head gebildet wird und die Teilnehmer in diesem Hydra-Head sind die ganzen großen Cardano Wallets. Bedeutet, jeder Wallet Provider hier ist ein Head-Mitglied und somit können die untereinander solche State Channels aufbauen und dann eben mit diesem Hydro-Protokoll tausende Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Und das zum Beispiel ist ein sehr, sehr interessanter und sehr guter Use Case für Hydra, denn dann würden alle Transaktionen, die derzeit unter den Wallets selbst getätigt werden, auf Hydra abgewickelt werden, die Mainchain hier extrem entlasten. Und man sieht hier auch in diesem Video, wie unfassbar schnell dann diese Transaktionen vonstatten gehen würden. Also hier sieht man dieses User Interface, das sie entwickelt haben, und innerhalb von Sekundenbruchteilen werden diese ADA dann eben über diese Hydra Channels hier übermittelt. Also ganz ein extrem interessantes Projekt namens Hydra for Payments. Ja, und zu guter Letzt, bevor wir noch kurz zum Preis kommen, gibt es jetzt News vom JPEG Store und hier beginnt eben in einem Tag 22 Stunden und dann beginnt diese JPEG Season 1. Nochmal kurz zusammengefasst, JPEG Store bringt einen Token auf den Markt namens JPEG und der soll eben gewisse Utilities haben wie Trading Discounts, Priority Minting, also JPEG-Halter werden dann qualifiziert sein für Whitelist-Spots bei NFT-Mints und noch weitere exklusive Benefits werden hier auf diese JPEG-Halter warten. Und dieser JPEG-Token wird eben schlussendlich eigentlich verteilt an alle Leute, die auf JPEG Store aktiv sind oder aktiv waren. Das läuft, indem man dann sogenannte Experience Points sammelt, also XPs, und die kann man eben in unterschiedlichen Seasons sammeln, wo man unterschiedliche Aufgaben sozusagen erledigen muss. Und die erste Season startet jetzt eben in wenigen Stunden. Und um in dieser ersten Season Experience Points zu sammeln, muss man natürlich auf der Plattform aktiv sein. Und sie schreiben hier, für jeden ADA, der hier gekauft oder verkauft wird, verdient man 2 Experience Points. Und diese wird man dann am Schluss umtauschen können gegen JPEG Tokens. Ja, bedeutet soweit, dass eigentlich in knapp einem Monat dann dieser JPEG Token gelauncht wird. Denn sie haben verkündet, dass nach dem Ende der ersten Season der JPEG Token geairdroppt wird. Naja, und jetzt noch ganz kurz zum ADA Chart, aber auch hier dieses Sommerloch, von dem ich gesprochen habe. Also es hat sich auch diese Woche wieder sehr, sehr wenig verändert in den ADA Charts. Wir sehen hier auch im Vergleich zu letzter Woche ein sehr ähnlicher Preis von etwa 29 Cent. Der MACD auf Wochensicht zeigt eigentlich weiter fallende Kurse an, da wir hier jetzt wieder in einer bärischen Situation sind. Und der RSI auf Wochensicht befindet sich sowieso in ganz neutralen Bereichen, also schwer hier irgendwelche Voraussagen zu machen. Auch am Daily Chart das gleiche Bild. Wir sehen hier, dass wir hier eben über diesen 21er Daily Durchschnitt gekommen sind und uns darüber halten in Orange. Aber auch hier ist der RSI nach diesem massiven Crash wieder in ganz normalen Bereichen. Also auch hier weder positiv noch negativ, ganz schwierig vorauszusagen, wie das weitergehen wird. Der MACD auf Tagessicht zumindest zeigt weiter steigende Preise an, aber das ist nicht gerade ein sehr verlässlicher Indikator. Also vom ADA Chart ist da wirklich nicht sehr viel abzuleiten. Wir sehen hier aber, wie auch in den letzten Wochen schon besprochen, dass eben dieser Total Value Locked bei ADA im Vergleich zur Konkurrenz stetig am Ansteigen ist und dass auch diese DeFi-Projekt-Tokens hier in den letzten Tagen
und Wochen ganz extreme Anstiege verzeichnen konnten. Also wir sehen hier teilweise Anstiege in den letzten 30 Tagen von hunderten Prozent, wie bei Aegon zum Beispiel dieser Cloud Storage Lösung oder auch bei Wi-Fi mit 133%. Also hier im DeFi-Bereich bei Cardano geht es auf alle Fälle ganz schön zur Sache mittlerweile und das wirklich in so einem totalen Bärenmarkt, Sommerloch, wie man es auch immer bezeichnen will. Von dem her die Grundstimmung eigentlich positiv, die preistechnische Stimmung natürlich eher sehr gedämpft, weshalb auch immer noch die große Masse nicht interessiert ist an Krypto. Nichtsdestotrotz meine Devise weiterhin Dollar Cost Averaging, jede Woche einen kleinen ADA-Happen kaufen und das ist und bleibt meine Strategie. Ich hoffe, dieses ganz, ganz kurze Update hat euch gefallen. Genießt diesen schönen Sonntag und haut euch auch auf den See. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne in die Discord-Gruppe. Da könnt ihr mich persönlich erreichen oder schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Ich bin gern immer und jederzeit bereit, eure Fragen so gut ich kann zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.